Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen unsere Pisten wieder in Ordnung bringen. Deswegen werden wir hier mal die Walze senken. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wo im Prinzip hier jetzt wieder was zu machen ist. Wir gucken mal, wie das mit der Textur hier aussieht. Fahren hier einfach mal durch. Der fährt nach links, das ist gut. Ich sehe nämlich hier jetzt so gesehen nicht wirklich viel, was hier noch gemacht werden müsste. Das heißt, wir müssen jetzt mal unsere Piste im Auge behalten und mal schauen, wo wir ein bisschen nachbessern müssen. Denn der Balken ist nicht ganz oben. Das heißt also, irgendwo ist noch was nicht ganz in Ordnung. Das sollten wir wieder hinbiegen. Und wenn wir das bis oben gefunden haben, da ist ein Eckchen. Okay, da haben wir schon mal eine Stelle gefunden. Dann können wir nämlich auf dem Rückweg gerade auch die Piste 8 wieder in Ordnung bringen. So, aber ich sehe hier ehrlich gesagt so gut wie gar nichts. Da drüben ist ein kleiner Klacks. Ah, da auf der rechten Seite sind eins, zwei Stellen, die wir machen müssen. Ja, das ist dann... Okay, das ist aber eher Sisyphus hier. Das ist also nicht wirklich in dem Sinne, ah, da groß was falsch gemacht oder sonst was. Naja gut, wir werden hier mal den Bereich noch mitmachen. Das gehört vielleicht auch noch mit zur Skipiste, zu unserer. Deswegen werden wir mal uns hier versuchen, nicht zu verhaken. So, gehen wieder auf die Fahrstufe 2, weil ich glaube, mit der Fahrstufe 2 lässt sich das ganz gut managen. Und gut, kann natürlich sein, dass das hier bis zum Tor hochgeht. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. So, schnell darüber. Zodle. Weil jetzt machen wir ja fast schon die nächste Piste hier. Das ist natürlich... glaube ich nicht so gewollt, denn die zählt ja hier gar nicht mehr zu unserem Einzugsgebiet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Aber okay, sieht auch ein bisschen besser aus. Wir fahren jetzt mal auf die Achterpiste, denn da ist angeblich auch einiges wieder ein bisschen zum Nacharbeiten. Ihr seht, der Balken ist nicht mehr ganz oben. Und das ist natürlich, hier sieht man auch die Flecken, schon eher der richtige Zeitpunkt, wenn die Piste geschlossen ist, hier drüber zu fahren. So ist das gut. Mal gucken, ob wir das dadurch besser erkennen. Ja, ein bisschen was sehen wir, aber nicht so wirklich viel. Ah, doch hier. Oh ja, ja doch. Ja, ja. Hier ist ein ganzer Streifen, der noch gemacht werden muss. Das ist natürlich gar nicht gut hier, ne? So, das heißt, wir werden jetzt auch hier gleich nochmal die Monsterdrehung machen und hier wieder zurückfahren. Und das Ganze hier auch wieder ein bisschen nachpräparieren. Da ist auch noch ein Stückchen, was noch nachgearbeitet werden muss. Ich gehe aber lieber wieder mal in die normale Ansicht. So sieht man nämlich gar nicht, wie hoch der Balken ist. So, das schaut gut aus. Gucken, ist hier drüben noch was, was nicht in Ordnung ist? Ne, da sehe ich nichts. Ah, die Kameraführung ist doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig hier. So, ne, das ist ein Schatten von einem Baum. Also das ist ja schon tricky gemacht hier. Da denkt man, oh, da ist was zu tun. Halt, da ist noch ein Eckchen. Ja, das kriegen wir aber so gar nicht mit, außer Solaris bleibt wieder hängen. Hier neben ist noch ein Streifen. Das werden wir natürlich wieder verbessern, denn ich denke mal, das steigert auch die Zufriedenheit der Gäste. So, und dann gucken wir hier unten jetzt nochmal. Da sehe ich jetzt so aus, dem Stegreif nicht viel. Da ist noch ein bisschen was zu machen. Genau, da unten links ist nochmal eine Ecke. Die werden wir jetzt auch nochmal in Ordnung bringen. Und ich glaube, dann sind wir soweit auch schon wieder durch. So, ansonsten gucken wir jetzt einfach mal, wir heben mal die Walze wieder an, stellen den Jungen hier ab, gut, steigen mal aus und ich denke mal, über die Pistenansicht können wir jetzt nochmal schauen, wie es aussieht. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, 1900 Euro, ja, das machen wir mal, auch hier, dann sind die Pisten im besten Zustand. Ja, die Piste gehört Ihnen nicht, da kann ich nichts machen. Ja, umso besser für uns, brauchen wir auch kein Geld auszugeben. So. Und wir schauen hier auch nochmal rein, was sich da so getan hat. Gestern waren es 809 Gäste. Ja, da kommt richtig Kohle rein. Was war da eben? Ah ne, das war das Telefonsymbol. So, ja, jetzt sind wir hier soweit wieder durch. Da drüben an der Kirche haben wir ja auch schon überall geforstet nach Zwergen. Wir müssen jetzt erstmal die Nacht rumgehen lassen. Ich würde sagen, das machen wir mal ein bisschen schneller. Die Pflichtarbeiten sind ja erledigt. Hallo. Nachtruhe. 2 Uhr, Leute. Machen die wieder Rabatz hier, ne? So, wir gehen jetzt auch mal hier auf die Rückseite. Gucken mal, ob wir da noch irgendwas entdecken.
Denn wie gesagt, über Nacht können wir hier ja leider nichts machen. Wir können nicht Gondel fahren, nichts. Außer es käme jetzt nochmal ein Einsatz. Da wäre natürlich nochmal ein bisschen Arbeit. Aber solange da nichts zu tun ist, stapfen wir hier mal ein bisschen durch den Schnee, bewundern das. Na, nicht umfahren, Alter. Ne? Bewundern ein bisschen hier die schöne, ruhige Idylle. Und halten immer mal so ein bisschen Ausschau. Oh, das ist auch immer ganz gerne ein Punkt. Ja, ne, da ist nichts. Wo die Leute gerne mal was verstecken. Zum Beispiel ein Gartenzwerg. Aber da war jetzt nichts so. Und es wird wieder hell, das ist gut. Gleich geht der Skitag wieder los, der nächste. Das heißt, wir gehen mal jetzt wieder ein bisschen runter in der Geschwindigkeit. Da drüben ist unsere Skischule und die Kinderstation. Das ist optimal. So, hier ist ein Hotel. Oh, da, ich hab's mir doch gedacht. Schaut mal, da ist ein Gartenzwerg. Ja, da ist er. Kuckuck. Und den nächsten eingesammelt. Ja, also die meisten scheinen wohl hier unten irgendwo versteckt zu sein. Das heißt, gucken lohnt sich immer. Und solange jetzt keine Mission da ist, werden wir erstmal hier noch ein bisschen auf Suche gehen. Ich finde das richtig cool mit den Zwergen. Und wir haben ja auch noch einen Haufen Gebäude hier vor uns. So, hier mal gerade. So, da unten den Bereich hatten wir ja soweit schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier so in den Mittelblock. Dann mal gucken, ob wir da noch irgendwo was finden, da irgendwo noch was rumsteht. Und wenn wir jetzt hier so auf die Schnelle nichts finden, werden wir dann wahrscheinlich noch mal gleich ein bisschen Gondel fahren. Wir müssen ja gucken, das nächste Geld zusammenzukriegen, denn ganz kurz mal die nächste Station, die wir kaufen könnten. Wir gucken mal nach den Stationen. Wäre hier oben die zum Beispiel. Die kostet 350.000 Euro. Damit hätten wir aber auch hier die beiden Pisten gleich, glaube ich, irgendwie so mit kombiniert. Hier wäre auch eine für 310.000, 460, 580. Ja, das sind so die ganz dicken Brummer. Oder oben ist eine für 200.000. Die wäre natürlich noch günstig. Die könnten wir auch noch kaufen. Oder dann halt hier die für 350. Also jedenfalls haben wir da schon mal ein bisschen was, worauf wir sparen können. So, ach so, ich wollte ja auch noch mal schnell gucken, wie das mit der Gästeseite so aussieht. 7% ist wieder ein bisschen runtergegangen, leider. Warum weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ansonsten von den Hotels, da haben wir hier das eine normale Preiszielgruppe Familie, das ist alles in Ordnung. Die Einstellungen sind uninteressant, das passt auch gut. Also machen wir uns wieder auf den Weg. Gucken hier nochmal so ein wenig herum. Oh, schönes Häuschen, könnte mir auch gefallen. So, und jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir hier vielleicht nicht auch noch was finden. So gartenzwergtechnisch sozusagen. Da war nix. So, hier unten ist auch nicht viel zu sehen. Nee, das könnten wir höchstens kaufen, das Hotel. Oh, da ist ein Wagen. Ah, da hatten wir schon mal einen Zwerg bei so einem Wagen. Ja, aber hier ist es diesmal leider Fehlanzeige. Schade. Okay, gehen wir hier weiter. Da unten drunter ist nichts. Da gehen wir mal vorne. Ah, jetzt hänge ich hier wieder. Habe ich wieder ein Brett vor dem Kopf, ne? So ein Balken da, so quer vor der Laterne. So, da mal reinschauen. Ne, da ist auch nichts zu sehen. Und dann haben wir hier noch. Oh, Unfall bei der Piste Frischling. Ja, dann mal gleich auf. Wir haben ja den Rettungsschlitten noch. Also, Showtime. Es geht rund. Und wir werden mal wieder auf unsere Piste Nummer 8 fahren. Da haben wir jemanden zu retten. Oh, hier fahren nur noch BMWs rum tagsüber. Das ist wohl hier so irgendwo in der Nähe von München gedacht. He? So, die Stelle kennen wir. Da oben waren wir schon ein paar Mal. Da wissen wir genau, wo ungefähr der wahrscheinlich eventuell so circa mit hundertprozentiger Sicherheit vielleicht liegen könnte. Oh, der müsste jetzt hier rechts irgendwo nicht auftauchen. Oh, haben sie sich. Ah, die haben diesmal da drüben hingelegt. Okay, auch nett. So, und am Hang ist das natürlich hier wieder ganz merkwürdig so aufgesammelt. Haben wir. Wir fahren gleich mal hier wieder mit Vollgas runter und ab zum Heli. Ja, es sind aber auch viele Unfälle hier. Aber komisch, ne? Von der Mission her, entweder ist es ein Unfall oder es ist, ja, dann entsprechende Mission mit Transport. Mehr haben die irgendwie hier gar nicht. Das ist merkwürdig.
So, wir fahren den mal dahin. So, 11.000, nee, 10.520 Euro haben wir kassiert. Das ist schon mal gut. Hat uns also schon mal wieder einiges gebracht. Und wir fahren mal wieder, würde ich sagen, in taktisch kluge Position, so ziemlich in der Mitte. Beziehungsweise erstmal hier zu unserem Schlitten. Wir wissen ja nicht, was danach für eine Mission kommt. So. Und damit ist das auch erledigt. Jetzt will ich mal gerade beim Händler gucken. Ich würde mir ja gern mal ein Fahrzeug holen. So einen kleinen, einfachen zum Fahren. Der Lizard Shaper würde 32.000 kosten. Wäre aber, glaube ich, ein ganz schickes Fahrzeug für uns, was wir dann nutzen könnten. So Räumschilder wollen wir nicht kaufen. Nö, sonst haben wir auch da nichts. Die anderen kosten alle so viel Geld. Aber ich glaube, so ein Fahrzeug könnten wir uns mal noch holen, dass wir sozusagen für die Missionen im Prinzip immer das Auto sozusagen, den im Bulli da stehen haben. Könnt ihr auch mal reinschreiben, was ihr davon haltet, vielleicht nur so ein reines Fortbewegungsfahrzeug zu kaufen, damit wir entsprechend für die Schlitten immer optimal ausgerüstet sind. Oder wir nehmen einfach einen zweiten und hängen da den Transportschlitten dran, dann haben wir jedes Mal immer das Fahrzeug gleich ausgestattet, egal wo wir hin müssen, und brauchen nicht zu wechseln, wäre ja auch nochmal eine Variante. So, und wir gucken jetzt aber nochmal, wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit leider, gucken, dass mich da keiner umhaut. Wir gucken dann doch nochmal nach einer Runde Zwerge. Es sind ja nur noch 3 Minuten, dann ist ja die Folge auch schon wieder rum. Und 100 Stück sind ja hier versteckt. Davon haben wir jetzt nach Adam Riese und Eva Zwerg 16 Stück. Das heißt, da sind noch einige unterwegs. 84 Zwerge müssen wir hier noch finden. Ja, wenn wir nur wüssten, wo, ne? Aber wenn wir das Dorf soweit schon mal durchhaben im Prinzip, dann bräuchten wir uns da erstmal keine Sorgen zu machen. So, bis hier waren wir schon. Das sind die 2 Kisten. Genau, dann kam der Einsatz. Ja, habe ich in die Wohnung schon reingeguckt? Nochmal schnell reinluken. Kurz gucken. Nö, da ist kein Zwerg. Okay, dann springen wir da wieder raus. Okay, hier, das sind 2 Holzkisten. Also ob das jetzt hier nicht irgendwas zu bedeuten hat. Guck mal hier rein. Nee, da ist auch nichts. Gucken wir mal ein Stückchen weiter weg, ob da auf dem Dach irgendwas ist. Meistens sind das ja irgendwelche Hinweise, wo es dann heißt, ja, denk mal nach, mein Freund, vielleicht ist da ja was versteckt. So, hier haben wir, glaube ich, ja schon geguckt. Genau, da hat man ja da hinten in der Ecke einen gefunden. Aber ich gucke zur Sicherheit nochmal da rein. Nö, da ist aber jetzt nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Okay, das Salz ist also sauber sozusagen. Ist auch vom Tisch. So, wie sieht's hier aus? Ah, das war die Häusle, was mir so gut gefallen hat. Jawohl. Das war auch nichts zu sehen. Da unten steht auch nichts. Da auch nicht. Nö, also hier sieht's relativ mau aus. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Genau, hier waren wir ja auch schon gewesen. Da ist die Kutsche da hinten. So, dann können wir jetzt höchstens hier das nächste Gebäude uns nochmal angucken. Da unten drunter ist nichts. So. Mal hier schauen, was haben wir hier? Closed. Oh, Ist auch praktisch. Geschlossen. So, was haben wir hier? Die Telefonzelle, eine Garage. Oh, Servus. Nö, da ist auch nichts mehr. Ist blöd, dass man da auf diese Balkone nicht rankommt. So, und da sind wir schon wieder beim Händler. Da ist also sozusagen jetzt hier unten wohl nicht mehr viel zu holen. Da waren wir überall schon. Jetzt gucken wir uns hier mal das ganz große Hotel noch an. Ist für uns sowieso unbezahlbar, aber wuffdiwau. Irgendwann können wir uns das vielleicht mal leisten. So, aber auch hier sehe ich jetzt so spontan keinen Zwerg. Ah, hier können wir mal hochgehen. Gucken. Ja, die Balkone sehen auch eigentlich überall gleich aus. Drüben ist aber auch nichts. Da sieht man auch nichts. Da oben ist auch nichts auf den Dächern. Wo man vielleicht mit Hilfe eines Fahrzeuges hinkommt. Da drüben ist so ein kleiner Park. Da können wir auch nochmal reinschauen. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Diesmal kriegen wir es nicht hin. Oh, Holz. Nee, da ist aber leider auch nichts versteckelt. Schade. Um die Ecke auch nicht. Nein. So, wie sieht's hier aus? Da ist schon wieder so riesen Rabatz drin. Mal gucken wir hier nochmal rein. Ein Gestrüpp.
Würde ich denen auch noch hier zutrauen, dass die hier im Gestrüpp auch noch was versteckt haben? Da geht's schon wieder auf den Balkon hoch. Oh, der sieht genauso aus. Die sehen irgendwie alle gleich aus, die Balkone. Haben auch immer in derselben Ecke den Schnee liegen. Aber hallo, hallo. Seht ihr das? Seht ihr das, was ich da sehe? Ganz offen in der Ecke steht da noch ein Zwerg hier rum. Na, und du, mein Freund, bist jetzt uns? So, damit haben wir schon wieder einen Gartenzwerg. Ja, wunderbar, so langsam kommen wir der Sache näher. Und vor allem, ich bin ja mal gespannt, was uns erwartet, wenn wir wirklich alle Gartenzwerge hier haben. Nur ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen, doch mit eurer Mithilfe wird das ganz gut klappen. Ihr habt ja auch schon einige gefunden, das war schon mal richtig gut. So, hier ist auch nichts. Das Häuschen kontrollieren wir nochmal, gehen wir nochmal außen rum. Oh, hier vorne ist auch nichts, da ist so eine schöne Ecke, da ist aber auch leider nichts drin. Naja, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn die so dicht beieinander stehen. So, und dann werden wir beim nächsten Mal uns doch nochmal hier in diesem Umzäunten umsehen. Guck jetzt hier nochmal schnell auf den Brunnen. Ja, leck mich doch fett. Ist das nicht cool? Da ist noch ein Gartenzwerg. Ja, ist das heiß. Also, es lohnt sich tatsächlich immer überall reinzugucken. So, und nachdem wir jetzt uns so toll hier vorangetan haben, ja, gehe ich jetzt mal hier hin. Da ist die Parkbank. So, und setze mich jetzt einfach mal eine Runde hin. Ich sag erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Genieße den Ausblick. Wir haben nämlich heute, beziehungsweise in den letzten zwei Folgen so gesehen, schon wieder vier Zwerge zusammengekragt. Das ist mal richtig gut. Ich bin richtig happy. 18 von 100 haben wir. So langsam tut sich da was. In diesem Sinne sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus. Und tschüss.